Wo ist die Inspiration, wenn du sie brauchst? Oh, das ist alles falsch. Mir fällt nichts ein. Hallo, beste Freundin. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Ich habe es gerade erfahren. Oh! Lilly, ist alles in Ordnung mit dir? Ich glaube schon. Warum gibt es hier so viele Bretter? Lass mich dir helfen. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Einen Moment mal. Was wäre, wenn? Ich baue ein kleines Dreieckshaus. Oh. Ja. Die Inspiration kam aus dem Nichts. Wow. Also gut. Lass uns sofort mit dem Bau beginnen. Es gibt schon eine Menge zu tun, aber die Mädchen sind begeistert. Ein Stück ist fertig. Das zweite auch. Jetzt setzen wir das Holzpuzzle zusammen. Genau so. Lass uns die Konstruktion mit Holzplatten befestigen. Eins, zwei und hoch damit. Das ist ein toller Anfang. Was kommt als nächstes? Wir müssen eine weitere Mauer bauen. So ist es richtig. Hier haben wir es abgesägt und hier schrauben wir es an. Und schon ist es fertig. Hey Betty, was hast du denn da? Ich weiß nicht, wie man dieses Brett repariert. Überlass das den Profis. Wow, das kleine Haus wächst direkt vor unseren Augen. Ich glaube, ich werde das Fenster machen. Und ich werde die Tür machen. Befestige eine Platte aus Polycarbonat am Holzrahmen. Und schraube die Scharniere an. Ganz einfach. Hey Betty, was hältst du davon? Toll, aber das Fenster ist eindeutig nicht groß genug. Ein Panoramafenster. Das ist es, was wir brauchen. Wow, das sieht ja noch besser aus, als ich es mir vorgestellt habe. Fantastisch. Es ist fast fertig. Eins, zwei, perfekto. Es wird jetzt so viel Licht in der Hütte sein. Es ist an der Zeit, die Wände zu verkleiden. Ein Grasdach? Warum nicht? Und ich werde die Fliesen machen. Schneide Steine in verschiedenen Formen aus Dämmstoff aus. Sieht aus wie eine Wolke. Boom. Je mehr Stücke, desto besser. Nun, Lilly, wünsch mir Glück. Viel Glück. Kleide das Dach mit Kunstrasen aus. Befestige es mit einem Möbelhefter. Und Lillys Hauptwaffe ist eine Heißklebepistole. Lasst uns die Hütte so dekorieren. Es ist ein Kinderspiel. Ich will, dass es bunt wird. Lass uns hier alles grün anstreichen. Wow, das ist meine Lieblingsfarbe. Das Haus verwandelt sich in eine blühende Ökohütte. Das Wichtigste ist, dass du nichts verpasst. Geschafft, gib mir 5, beste Freundin. Diese Art von Haus werden alle Naturliebhaber lieben. Und was wäre ein kleines Haus ohne eine gemütliche Veranda? Funktionierende Holzstangen. Aber man kann nie zu viele Pflanzen haben. Dekoriere die Stäbe mit grünen Girlanden. Ah, wunderbar. Und Betty wird sich um die Wände kümmern. Du brauchst ein paar Schaumstoffplatten und ein bisschen Fantasie. Schneide Fliesen in Form von Kätzchen aus. Füge Ohren und ein lustiges Gesicht hinzu. Mache die Pfoten. Oh, sieh dir das an. Sie sind so niedlich. Nicht gucken, Lilly. Es wird eine Überraschung sein. Hänge die Teile an die Wand. Das ist ein echtes Katzenpatchwork. Fantastisch. Diese Katzenwand ist unglaublich. Wow, es ist so schön. Übrigens, wir haben noch ein paar Wände zu dekorieren. Natürlich, beste Freundin. Ich bin dir zu Diensten. Die offenen Wände können mit Stoffen dekoriert werden. Diese Idee gefällt mir. Drapiere den Stoff auf diese Weise und sichere es mit Heftklammern. Schnell und einfach. Erledigt. Und jetzt die andere Seite. Der zerknitterte Stoffeffekt verleiht ihm einen besonderen Charme. Erstaunlich. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Die weichen Sitzsäcke machen den Raum gemütlicher. In dem kleinen Haus fehlt eindeutig ein Tisch. Der alte Reifen wird im Handumdrehen ein neues Leben bekommen. Und wir benutzen ein rundes Stück Glas als Tischplatte. Lasst uns den Gummi gelb anstreichen. Sehr stilvoll. Lasst uns eine Tischplatte hinzufügen. Perfekt. Aber das ist noch nicht alles. Lasst uns das Glas mit Schutt dekorieren. Wow, das ist eine tolle Idee. Fülle den Raum mit Steinen. Und male sie an.
Fantastisch. Was ist mit den Lichtern? LEDs wären perfekt. Der letzte Schliff ist ein größeres Stück Glas. Und wie können wir auf unsere kleinen Lieblingsdinge verzichten? Die jungen Designer sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Oh, diese Drähte. Die verheddern sich immer. Puh. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für deine Witze. Oh, hey. Was machst du da? Du bist gemein. Ich bin nicht gemein. Oh, das ist doch mal eine Idee. Schneide die Spitze des Partyhuts ab. Lege die Glühbirne hinein. Toll. Die lustige Girlande ist fertig. Wie ist es? Gefällt es dir? Das sieht sehr originell aus. Jetzt muss es nur noch aufgehängt werden. Wir können die Büroklammern als Halter verwenden. Und ich finde es großartig. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber da fehlt etwas. Ja, natürlich. Wir haben die Vorhänge vergessen. Eine himmlische Dekoration ist genau das, was wir brauchen. Das passt wirklich zur Stimmung. Bravo, beste Freundin. Du bist ein Genie. Es ist Zeit, eine Pause zu machen und einen Snack zu essen. Aber die kreativen Ideen sprudeln nur so heraus. Der Blumentopf sieht irgendwie langweilig aus. Vielleicht. Irgendeine Idee? Oh ja, ich habe ein paar. Ich werde Untersetzer aus Süßigkeiten machen. Das ist eine tolle Idee. Fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Fangen wir damit an, den Tropfen zu streichen. Ich glaube, das Hellblau wird dir besser stehen. Wow, das ist so schön. Gieße die Leckereien in die Glasvase. Die bunten Aufkleber sind immer angesagt. Sie sind eine tolle Dekoration für einen selbstgemachten Stand. Und wenn du eine Menge Süßigkeiten hast, kannst du noch mehr machen. Oh, ich liebe Marshmallows. Kekse. Weißt du was, Betty? Ich liebe Süßigkeiten so sehr. Willkommen in der Welt der Süßigkeiten. Lächle, Lilly. Du bist live dabei. Nach einem so anstrengenden Tag ist es Zeit, sich zu entspannen. Nur Betty kann überhaupt nicht schlafen. Sie fällt an ihren Jonglierkünsten. Ups, das war ein Versehen. Oh, warum habe ich nicht früher daran gedacht? Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Wir werden einen sehr fruchtigen Aufdruck machen. Wir brauchen ein Stück Apfel und etwas Farbe. Lasst uns die Scheibe rot anstreichen. Und jetzt ist es soweit. Drücke den Apfel gegen das Kissen. Wow, das ist eine Wassermelone. Der saftige Aufdruck sieht sehr kreativ aus. Aber das ist noch nicht alles. Betty hat so viele Ideen. Lasst uns die Hälfte des Apfels mit bunter Farbe bemalen. Und drücke das Muster auf das neue Kissen. Wer sagt, dass es schwierig ist, Künstler zu sein? Es ist ein Meisterwerk. Schlaf, beste Freundin, ruh dich aus. Wow, das ist so niedlich. Mit Kissen wie diesen wird Lilly nur die fruchtigsten Träume haben. Hallo, Jules. Schau dir das Haus an, das wir gebaut haben. Es ist unglaublich. Ich will es mit meinen eigenen Augen sehen. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Die Party, sie ist fantastisch. Die Mädchen kommen bald, das heißt, wir müssen uns bereit machen. Betty wird sich um das Spiel kümmern und Lilly um die Leckereien. Wir brauchen Limetten für ein ausgefallenes Dessert. Halbiere sie und entferne das Fruchtfleisch. In der Zwischenzeit wird Betty Kreise aus Stoff ausschneiden. Die ersten Werkstücke sind fertig. Zeit weiterzumachen. Betty wird Stoffdonuts nähen und Lilly wird Kirschgelee machen. Die Arbeit ist in vollem Gange. Eine Masche, zwei Maschen. Das riecht lecker. Lasst uns das Gelee in Limettenhälften gießen. So geht das. Während das Gelee fest wird, kannst du dich ein wenig abkühlen. Oh, erledigt. Es sieht sehr ungewöhnlich und sehr lecker aus. Während Betty die Krapfen füllt, dekoriert Lilly die Gelee-Limettenscheiben mit schwarzem Sesam. Das sind Wassermelonenscheiben. Fantastisch. Auch für Betty ist es Zeit, den Teig zu bestreuen. Lasst uns die Donuts mit glitzernden Details bekleben. Voila, es ist Zeit, das Spiel auszuprobieren. Wer wird das Ziel mit dem Donut treffen? Juhu, du hast gewonnen. Oh, Pech gehabt. Hier kommen die lang erwarteten Gäste.
Hallo, darf ich reinkommen? Ja, natürlich, komm rein, beeil dich. Die Freunde sind begeistert. Sieh dir nur diese Girlande an. Das wird ein Riesenspaß. Bedient euch. Macht, was ihr wollt. Und ich habe dieses Dessert selbst gemacht. Wow. Wow, das ist so gut. Wow. Danke, Lilly. So etwas habe ich noch nie probiert. Und was wäre eine Party ohne lustige Bilder? Sag Cheese. Oh, willst du spielen? Wow. Wow. Wow, das ist so süß. Ja, wer ist bei mir? Es sieht so aus, als hätten die Mädchen beschlossen, einen Wettbewerb zu veranstalten. Mal sehen, wer der Beste ist. Witze, Essen und ein hübscher Raum sind alles, was wir zum Glücklichsein brauchen.